Jo Leute, was geht ab? Ich bin's euer Ratun und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich euch meine neue Maus vorstellen, denn ich habe mir die brandneue Logitech G903 gekauft. Die Logitech G903 ist der Nachfolger von der Logitech G900. Das ist quasi von Logitech so der Ferrari unter den Mäusen. Und was die alles besser kann und vor allem was sie besser kann als der Vorgänger, das verrate ich euch direkt nach dem Intro. So Freunde, das ist die Verpackung von der Logitech G903 und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall auch nochmal da drauf kurz ein, denn ich finde die Verpackung echt mega geil gemacht. Und zwar gehen wir ganz kurz mal auf die Rückseite, sehen wir natürlich hier ein paar Informationen, dass das Ganze kabellos funktioniert oder aber auch, dass man die Maus bis zu 12.000 dpi einstellen kann. Ansonsten packen wir das Ganze jetzt erstmal aus und dafür schieben wir das Ganze hier zur Seite. Und jetzt zeige ich euch, was ich meine mit, dass die Verpackung wirklich cool gemacht ist. Und zwar ist hier jetzt die Maus zu sehen, wie auf einem Thron, richtig cool präsentiert einfach, sobald man das Ganze aufmacht. Ich finde das wirklich mega, mega geil. Jetzt nehmen wir die Maus erstmal runter und schauen mal, was hier noch so alles drin ist. Und zwar haben wir hier natürlich eine Bedienungsanleitung, die keiner braucht, eine kleine Box und hier einmal ein Kabel. So, das kommt auch wieder zur Seite. Was ich ganz am Anfang loswerden möchte, Freunde, ist, dass die Maus natürlich für Rechtshänder, aber auch für Linkshänder geeignet ist. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze kommt natürlich für die Rechtshänder an. So sieht das Ganze aus. Man hat hier auf der linken Seite zwei Knöpfe. Hier ganz normal, dass man mit dem Daumen diese Knöpfe bedienen kann. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, hier diese Knöpfe zu entfernen. Die ganzen Knöpfe sind nämlich magnetisch einfach hier befestigt an diesem Kontaktpunkt. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier sind so Kontaktpunkte, Freunde. Dann können wir das Ganze so entfernen. Hier an der Seite haben wir auf jeden Fall noch so eine Abdeckung. Die kommt auch ab. Dann seht ihr, Freunde, haben wir auf der linken Seite sowie auch auf der rechten Seite genau die exakt selben Kontaktpunkte einfach. So, dann haben wir diese Box, Freunde. In dieser Box befinden sich nämlich für die Linkshänder die ganzen Knöpfe. So, wenn ich jetzt hier diese Knöpfe raushole, so einmal, dann kann ich das jetzt hier auf der rechten Seite positionieren und dann habe ich quasi die Maus einfach umfunktioniert für all die Linkshänder. Jetzt kann ich nämlich hier mit meiner linken Hand festhalten und die Knöpfe so betätigen. Eine Abdeckung hätten wir auch hier, die könnten wir noch da drauf setzen und dann wäre das Ganze wieder so, wie es halt aussehen soll. So Freunde, was kann ich zu dieser Maus noch sagen? Natürlich, dass wir diese Maus kabellos benutzen können und zwar laut Logitech komplett latenzfrei. Das heißt, wir haben keine Verzögerung, ob wir mit Kabel oder ohne Kabel spielen. Ja? Ob das wirklich so ist, natürlich muss ich im Test erstmal beweisen, aber wenn der Hersteller das schon verspricht, dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich auch so ist und dass man da wirklich keine Verzögerung hat, was ich persönlich sehr, sehr geil finde, denn Freunde, ohne Kabel ist das Ganze natürlich viel angenehmer zu bewegen, gefällt mir natürlich viel, viel besser, weil ein Kabel kann immer mal wieder stören, aber wenn man natürlich eine kabellose Maus hat, dann funktioniert das natürlich nicht. So, was habe ich noch? Wir können natürlich die Maus hier unten einmal anschalten. Dann leuchtet die Maus hier auch schon, wie wir sehen. Und sie ist direkt betriebsbereit. Was hat diese Maus jetzt aber, was der Vorgänger nicht hatte? Also mir fällt jetzt nur eine Sache ein, beziehungsweise zwei Sachen. Laut Datenbank ist diese Maus nochmal präziser als der Vorgänger. Und das Design ist ein bisschen anders. Denn der Vorgänger hat hier vorne quasi so leicht eine silberne Platte gehabt und das Ganze ist jetzt komplett schwarz, was mir natürlich auch gut gefällt, aber es ist natürlich eine Geschmackssache. So, was kann die auf jeden Fall noch? Wir haben hier unten jetzt ein Fach, Freunde, das ein bisschen schwer zu öffnen geht, weil das Ganze wieder magnetisch ist, aber wir haben hier ein Fach und da können wir ein Gewicht einlegen und das wird hier mitgeliefert und zwar sollen das 10 Gramm sein, was ich natürlich mega gut finde, denn meine alte Maus, Freunde, hatte auch so ein Fach. Und da konnte ich auch Gewichte einlegen. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen, weil ich mag das, wenn die Maus ein bisschen schwerer ist. Wenn nicht, könnt ihr die so lassen. Die ist so auf jeden Fall schon sehr, sehr leicht, sage ich jetzt mal. Finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber ich bin halt einer, der gerne mit Gewichten spielt. Dann tun wir das Ganze hier einfach mal reinklipsen. Und dann kommt das Ganze hier wieder zu. Und wir haben das Gewicht drin. Und ich finde, es macht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Es macht viel, viel mehr aus einfach. Es fühlt sich einfach viel hochwertiger an jetzt, finde ich. Weil schwere Sachen, finde ich, fühlen sich immer ein bisschen hochwertiger an. So, ansonsten haben wir noch hier die Knöpfe, die zwei Knöpfe hier oben, Freunde, damit können wir einmal die Profile durchspringen quasi, es gibt 5 Stück, da könnt ihr auch die DPI-Anzahl einfach euch auswählen, die zwei Knöpfe an der Seite sind natürlich frei programmierbar und hier oben einmal das Mausrad kann man nach links und nach rechts drücken, so kann man auch nach links und nach rechts scrollen, auch nach vorne und nach hinten natürlich und wenn wir hier diesen Knopf hier drücken, ist das Mausrad komplett ohne Rasterung
und man kann so viel, viel schneller irgendwelche langen Textdokumente einfach runterscrollen oder einfach irgendwelche Internetseiten, wie auch immer. Was ich noch cool finde, Freunde, ist das Kabel. Denn das Kabel hat hier erstens schon mal so ein Kabelbinder, womit man das Ganze wieder zusammenrollen kann und dann wieder befestigen kann. Das hat ein bisschen Ordnung, finde ich. Das ist auf jeden Fall mega nice. Und was mir natürlich auch noch extrem gut gefällt, Freunde, ist, dass wenn wir jetzt das Kabel an die Maus anstecken, das zeige ich euch jetzt mal hier und das zeige ich euch jetzt mal hier, man erkennt wirklich nicht den Unterschied, dass man das Kabel quasi an die Maus gesteckt hat und es sieht so aus, als würde das Ganze wirklich so aussehen, ne? Also als würde es eine kabelgebundene Maus sein, finde ich. Denn das Design von dem Stecker ist halt extra so gemacht, dass es sich wirklich dem Gehäuse anpasst und das gefällt mir halt wirklich extrem gut. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt schauen wir uns auf jeden Fall noch die ganze Software an, was wir noch an der Maus alles einstellen können, an dem Computer. Und dazu tue ich das Ganze jetzt mal anschließen. Dafür brauchen wir jetzt natürlich noch hier einmal unseren Empfänger. Den Empfänger schließen wir einfach so einmal an den Computer. Was man aber auch noch machen kann, Freunde, ist, falls man irgendeine Störquelle hat, irgendein Signal, was einfach das Signal von der Maus stört, dann könnt ihr das Ganze hier wieder anstecken, könnt das nochmal mit dem mitgelieferten Kabel zusammenstecken. Das Ganze sieht dann so aus. So, und dann könnt ihr das andere Ende an den Computer stecken und das Teil dann positionieren, wo ihr möchtet, so dass ihr halt einfach diese Störquelle einfach entgehen könnt. So, aber wie gesagt, jetzt gehen wir mal zur Software. Dafür stecke ich das Ganze erstmal an. So, Freunde, das ist jetzt die Gaming-Software von Logitech. So sieht das Ganze aus und wir sehen direkt, unsere Maus ist schon mal da. Wenn ich jetzt da drauf drücke, Freunde, können wir hier alles Mögliche einstellen und ich habe schon mal was voreingestellt, Freunde. Denn ich zum Beispiel benutze immer nur eine DPI-Stufe und das ist 2000. Man könnte sich jetzt zum Beispiel noch eine erstellen und noch eine, dann könnte man mit den Knöpfen hier einfach von DPI zu DPI switchen. Finde ich natürlich ganz cool. Man kann das bis zu 5 Stufen, kann man sich da was aussuchen. So, jetzt habe ich schon zu hoch. Aber wie gesagt, ich brauche immer nur einen, deswegen reicht mir hier der eine. So, was können wir noch einstellen? Ich habe jetzt zum Beispiel hier einmal Standard Profil 1. Lasse ich immer so, wie es ist. Mit den zusätzlichen Tasten, das ist einfach vor und zurück. Wenn ich zum Beispiel eine Internetseite starte und bin dann auf einer Internetseite drauf, möchte einfach zurück, drücke ich dann einfach nur die Knöpfe. Das finde ich ganz praktisch. Ansonsten gehe ich auf Profil 2. Das ist so mein Zockerprofil. Die können wir übrigens auch umbenennen, wenn wir möchten. Das lasse ich jetzt aber so. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel bei der Taste eine Makro-Taste eingestellt, das ist für PUBG zum Beispiel. Da gibt es eine Tastenkombination, womit man quasi aus Fenstern springen kann. Ja, vielleicht für den einen oder anderen, der gerne PUBG spielt und es noch nicht wusste. Man kann, wenn man die Tasten übrigens auf der Tastatur drückt, zeitgleich, klappt nicht immer, aber klappt sehr oft, und das wäre Leertaste und C zum Ducken, dann kann man aus Fenstern springen einfach oder höher springen. Das ist sehr, sehr praktisch. So, und das Ganze habe ich jetzt hier auf dieser Taste, dass ich quasi das Ganze nicht dem Zufall überlassen muss, wenn ich das immer auf der Tastatur versuche und es manchmal nicht klappt. Deswegen hier einmal und dann die hintere Taste für G. Das habe ich einfach hier eingestellt. Da drückt man drauf. Tastendruckbefehl, gibt man G ein und dann hat man das beim Zocken für Granaten werfen. Finde ich auch viel praktischer, wenn ich das auf der Maus habe. Aber wie gesagt, das könnt ihr einstellen, wie ihr möchtet. Das ist wirklich jedem selber überlassen. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch auf Layout auf das hier drücken. Das wäre dann, dass ihr links und rechts die Knöpfe habt. Und dann könnt ihr dir zusätzlich nochmal da einstellen, was ihr zum Beispiel, dass ihr noch ein paar zusätzliche Knöpfe habt. Aber ich brauche das Ganze nicht. Ich lasse das jetzt so und dann gehen wir mal weiter. Und zwar, was haben wir denn hier? Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Okay, genau, wir haben hier einmal den Batteriestatus, Stromverbrauch, Beleuchtung, Voreinstellungen. Kann man hier alles nochmal einstellen. Ansonsten gehen wir jetzt zu den Beleuchtungen. Da haben wir hier zum Beispiel den Farbzyklus. Da tut er einfach immer wieder quasi die Farben wechseln. Und auch wenn wir hier auf DPI klicken und uns quasi anschauen, auf was für eine DPI wir sind oder auf welchem Profil wir sind, Freunde. Wir können ja auch die Profile wechseln. Da sehen wir auch nochmal, was abgeht. Und das Ganze können wir dann so einstellen, Freunde, dass das quasi immer so leuchtet wie, ja, das Logo hier vorne. Beziehungsweise bei dem Profil umspringen geht das nicht. Da leuchtet das immer blau. So, dann gehen wir jetzt mal hier auf Farben, Freunde, auf die LED-Beleuchtung. Und da sehen wir schon mal einmal Farbzyklus. Das heißt einfach, dass das Logo hier in verschiedenen Farben aufleuchtet. Das könnten wir natürlich auch noch ändern, wenn wir zum Beispiel hier einfach, was weiß ich, ausgeschaltet machen. Und dann haben wir nur eine Farbe. Und das würde ich zum Beispiel auch wählen, denn ich habe meine Maus vorher auch nur auf Rot gehabt. Das finde ich so schon mal ganz cool. Und wenn ich dann jetzt hier auf meine DPI gehe und mehrere DPIs hätte, dann könnte ich das auch so immer sehen. Also es leuchtet immer in derselben Farbe, sagen wir es mal so, Freunde. Außer
Man drückt hinten auf die Profiltaste und dann sehen wir, dass das Ganze in blau aufleuchtet. Profil 2, Profil 1. Das ist natürlich unterschiedlich. So, und ansonsten gibt es eigentlich auch weiter gar nicht viel zu sagen. Das war jetzt so die Software, da kann man ein bisschen was einstellen. Das kann dann jeder für sich selbst entdecken. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und damit war es das jetzt für die Software. So Leute, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, die Logitech G903 hat euch gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass mein Review euch gefallen hat. Falls das Ganze euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, abonniert natürlich auch gerne diesen. Und nochmal ganz kurz, Freunde, ich habe noch ein Gewinnspiel am Laufen. Das läuft jetzt noch ein bisschen. Da gibt es unter anderem noch das Zeug, was hier hinten steht. Den Nahkom-Controller, ein Gamepad von Asus und noch weitere Sachen gibt es da zu gewinnen. Also checkt auf jeden Fall noch mein Gewinnspiel ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Euer Ratun. Peace.